Das ist die Geschichte von einem erfolgversprechenden Filmstar namens Roger Rabbit und von einem abgewirtschafteten Privatdetektiv namens Eddie Valiant. Booga, booga. Jeder Moment, den sie verbringen, wird zum neuen verrückten Abenteuer. Versteckt mich, Eddie! Das ist ein Film über Freundschaft. Mach schon los, mach schon raus! Liebe und Leid. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich an den Ohren gezogen habe. Für jedes Mal Ohren ziehen? Mord. Marvin Acme wurde letzte Nacht von dem Hasen umgelegt. Du hast mich nie gesehen. Sex. Ich würde alles für meinen Mann tun, Mr. Valiant. Alles. Nein. Und Gewalt. Die Tricks, damit erwischt man sie immer. Wo der Hase sich aufhalten könnte, wissen Sie nicht zufällig? Sie sind wohl scharf auf Hasen. Die ganze Sache stinkt wie Windeln von gestern. Das ist eine Komödie. Anders als alle anderen. Ich bin ein Schwein geworden. Ich bin ein Trick. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nur so gezeichnet worden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bonus-Episode für die lieben Menschen bei Steady und Patreon. Und ich sage das immer so, als müsste ich es sagen, aber eigentlich ist es gar nicht notwendig, denn ihr, die uns unterstützt, ihr würdet uns ja nicht hören, wenn ihr nicht uns bei Steady und Patreon unterstützen würdet. Das ist irgendwie auch so albern. Es erinnert mich irgendwie so... Es erinnert mich so ein bisschen an die Frühphase unseres Podcasts, wo wir immer so ein bisschen herausgezögert haben, glaube ich, die Titel zu nennen, über die wir sprechen. Ja. So als wäre es für irgendwie eine Überraschung. Als stünden die nicht bereits im Titel, im Podcatcher. Ja. Machen wir spannend? Total, ja. Komm, also wir reden nicht vorher darüber, dass wir über einen Hasen mit langen Ohren und gezeichneten Cartoon-Eskapaden sprechen und einer dickbusigen Frau und außerdem auch einem Detektiv, der von Bob Hoskins gespielt wird. Ja. Darüber werden wir jetzt nicht sprechen. Nein, weil wir wollen es ja spannend machen. Ja, wir wollen es ja spannend machen. 88 war eine gute Zeit. Tatsächlich, du hast gesagt, machen wir mal Müllers Büro. Ich habe gesagt, machen wir mal, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, Who Framed Roger Rabbit. Und ich war sehr gespannt darauf, den Film wiederzusehen. Ich höre gerade so eine Podcast-Reihe zu dem Film von Robert Zemeckis und dachte mir, ja, der war noch nicht dran. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wurde der Film noch nicht rezensiert. Aber ich hätte einfach Bock, den schon mal zu sehen. In dieser Zemeckis-Podcast-Reihe, wollte ich sagen, war er noch nicht dran. Das ist der Blank-Check-Podcast auch sehr empfehlenswert. Aber die brauchen keine Tipps, also keine Empfehlung mehr, weil die haben bereits Hörer im 6-7-stelligen Bereich. Also ungleich zu uns, die wir hier so klein sind und gemütlich. Ich habe Bock drauf gehabt, weil es eben ein Film ist, den ich lange nicht gesehen hatte, aber eben lange damit lebe und der sich auch in meiner Wahrnehmung komplett verändert hat. Also den Film als 10-, 11-Jähriger zu gucken im Jahre 1989 oder 90 ist ein riesiger Unterschied zu, ich gucke den heute mal im Alter von 41 im Jahre 2020. Und das finde ich eben ganz spannend. Woran liegt's? Es liegt daran, dass ich die Hälfte der Gags nicht verstanden habe damals. Okay. Apropos nicht verstehen, woran wir gar nicht gedacht haben, als wir letzte Woche über Müllers Büro sprachen, ist zu erwähnen, wie verdammt, ich wollte nicht sagen pornografisch der Film ist, aber wie verdammt sexy Müllers Büro ist. Also Frauen machen sich ständig nackig und Männer auch und man sieht sehr viel Haut und daher die FSK 16 Freigabe. Also. Ich hab schon erwähnt, dass mich das als Kind sehr verwirrt hat, ja. Ja, sollte man nachreichen. Also insbesondere, also wenn er, der Kunilingus war Barbara Rudnick, ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Wir sind jetzt bei einem anderen Film. Ja. Who Framed Roger Rabbit? Basierend auf dem Roman Who Censored Roger Rabbit von Gary Wolf, heißt glaube ich der Autor. Der versucht hat, aus dem Erfolg dieses Films nochmal Profit zu schlagen und seine Hauptfigur, also Roger Rabbit, die in der Romanfassung stirbt, für Sequels dann wieder aufleben zu lassen. Und eigentlich versucht hat, so den Kult, der mittlerweile zelebriert wurde, um den Film so ein bisschen zu zerstören oder konterkarieren. Ist ihm aber nicht gelungen. Mittlerweile erinnert sich keiner mehr an seinen Roman, aber alle eben an den Film. Mit Bob Hoskins, mit Christopher Lloyd als Judge Doom, mit Joanna Cassidy als Love Interest für Bob Hoskins alias Eddie Valiant, die heißt Dolores, und Chuck Fleischer als Stimme von Roger Rabbit. Und an was erinnerst du dich? An was denkst du, wenn du an Roger Rabbit denkst? Bevor du ihn gesehen hast nochmal jetzt. Bevor ich mich an den gesehen habe. Wie ist deine persönliche Erfahrung mit dem Film? Also ich war da total heiß drauf, als der damals in die Kinos kam. Ich habe jetzt nicht gesagt, so wie, hey, Bob Hoskins, oder ich habe auch nicht gesagt, hey, Robert Zemeckis, von wegen eben hier Zurück in die Zukunft oder so. Nein, ich habe natürlich gesagt, hey, gezeichneter Hase in der echten Welt.
Ja. Ja, das fand ich halt eine coole Sache. Und sie haben ja auch wahnsinnig Werbung dafür gemacht einer dieser wenigen Filme, bei denen irgendwie, keine Ahnung, das ZDF oder ein drittes Programm und wie das Making-of gezeigt hat, damals in den 80ern eine große Nummer, eigentlich vorbehalten für so Dinge wie Star Wars. Da hatte ich eben so ein bisschen was logischerweise auch im Vorfeld mitbekommen, und ich war halt total heiß drauf, den zu sehen, weil ich fand, war diese Idee fand ich so groß. Ja, sagen wir vielleicht auch Spaß am Dienstag bedingt, war das auch eine Zeit, in der ich mich eben ganz, ganz viel mit alten Cartoons beschäftigt habe und die Bugs Bunny Show, wie hieß die denn noch gleich? Die hieß auch Bugs Bunny Show, oder? Hieß die so? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die lief ja auch relativ häufig, und eben alte Mickey Mouse Cartoons liefen und Betty Boop und was da nicht alles auftaucht, war da halt drin. Ja, das waren alles so Sachen, die ich hochinteressant fand und hat genau meine Welle da irgendwie trafen. Und entsprechend war ich halt total heiß drauf, diesen Film zu sehen. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand den richtig super, super toll, klasse, gut, und ich wollte eigentlich am liebsten da auch gerne noch mehr von sehen. Und am allerliebsten hätte ich ja tatsächlich die Cartoons gesehen. So wie man ganz am Anfang hat diesen Baby Herman Cartoon halt sieht, den Dreh davon quasi. Davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt, ja. Verstehe. Hast du den Film damals im Kino gesehen? Ja. Natürlich. Ja. Und ich habe ihn auch relativ schnell dann Video gesehen, nachdem man ihn ausleihen konnte, ja. Die Gnade der frühen Geburt, ich bin neidisch. Also ich war damals auch total heiß drauf, aber habe ihn dann 2-3 Jahre später im Fernsehen gesehen bei der Erstausstrahlung, und meine Wahrnehmung, da war ich dann ungefähr in dem Alter, in dem du ihn im Kino gesehen hast, war verkehrt. Die war vollkommen verkehrt von dem Film. Erstmal konnte ich nicht differenzieren zwischen Looney Tunes und Disney-Figuren zum Beispiel. Okay. Ich ging auch davon aus, dass Roger Rabbit eine bereits etablierte Figur im Disney- oder Warner-Kanon ist. Weil eben auch dieser quasi Kurzfilm davor geschnitten ist, der sich dann irgendwann als Dreharbeiten zu einem Baby Herman Cartoon entpuppt, und dann hier Joel Silver auftritt als Raoul J. Raoul. Ich finde übrigens gut, also Joel Silvers Schauspiel, dafür, dass er eben Joel Silver ist, also mega Hollywood-Produzent und kein Schauspieler, ist richtig gut. Also ich nehme es ihm ab, weil ich mich auch jahrelang fragte, wer ist das eigentlich? Ja. Also meine Wahrnehmung war einfach, ich glaube, das Besondere an dem Film, die technische Qualität und überhaupt die Besonderheit, dass dort eben Cartoon-Figuren aus verschiedenen Welten zusammenkommen, diese Besonderheit, dieses Alleinstellungsmerkmal, was so oder so ähnlich wirklich nur zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte von Disney passieren konnte, als Disney wirklich verzweifelt war und sagte, komm hier, wir mixen das mal alles zusammen, und Tron ist nicht so gut gelaufen, und was ich, die Hexe und der Zauberer ist nicht so gut gelaufen, und Kapp und Kappa und ein Flop nach dem anderen, aber es war eben die Zeit vor der Disney-Renaissance. Ja. Da konnte man so einen Film machen. Wahrscheinlich 3 Jahre später hätten sie gesagt, nie im Leben leihen wir unsere Figuren aus. Oder sowas. Natürlich nicht, ja. Nee, also das habe ich nicht gerafft. Nein, klar, ich meine, es war ja auch die Zeit, in der die einzigen großen Studios überleben konnten, die eben mindestens an beiden Enden Amerikas einen Themenpark hatten. Mhm. Ja, das war eben vor allem halt Warner, und das war eben Disney. Aber du hast natürlich völlig recht. Es war, also ich weiß nicht, wie verzweifelt sie tatsächlich waren, aber es war eine einmalige Gelegenheit. Und dennoch ist es ja so, dass sie Ewigkeiten darüber diskutiert haben und wirklich genau die Sekunden gezählt haben, wie oft welche Figuren aus welchem Studio im Bild waren. Ich meine, die berühmteste Szene, wenn eben Eddie Valiant aus dem Fenster fällt und Mickey Mouse und Bugs Bunny auftauchen, da wurden die Wörter gezählt. Achso, ich dachte, die berühmteste Szene ist die mit Daffy und Donald. Aber das auch, wenn man es eben weiß, guckt man sich die Szene an und denkt, ja, genau, jede der beiden Figuren kriegt exakt gleich viel Einstellungen. Genau, und das ist natürlich, aber sagen wir mal, ich glaube, was die Leute damals mehr interessiert hat, war, glaube ich, der technische Aspekt. Das ist ja vermutlich auch das, was Robert Zemeckis, das, was ihn bis heute zu interessieren scheint. Und was da für ein Aufwand getrieben wird. Alleine die Geschichte mit Roger, der in der Spüle untertaucht,
und dann zwischendurch auftaucht und ein bisschen Wasser spuckt und dann kommt das Wiesel an und spritzt das Wasser. Das ist ja eine Riesenapparatur. Ja, das ist eine Riesenapparatur, damit eben der Schlauchhalter das Wasser spritzen kann, über den dann eben Roger gezeichnet wird, bis hin zu der kleinen Mühle, wie man es immer nennen möchte, die dann eben platscht, damit das Wiesel halt ein bisschen mit dem Wasser spritzen kann. Es ist unglaublich. Und das halt aber fast in jeder Szene, in jeder Einstellung, weil es nur ganz, ganz wenige Minuten, in der nicht mindestens irgendeine Zeichentrickfigur irgendwo im Hintergrund rumlungert. Mhm. Also zumindest wirkt es so. Und das ist schon, es ist also ein technisches Meisterwerk. Und dazu ist es dann auch noch ein guter Film, der auch noch lustig ist und sympathisch und eine gute Geschichte erzählt und all das. Es ist wirklich, ja, kommt eine Menge zusammen. Ist ein, ich find ihn immer toll. Ich habe jetzt auch gefreut, ihn wiederzusehen. Das ist tatsächlich, also in so vielerlei Hinsicht interessant. Erstmal, weil es schon im weitesten Sinne ein Kinderfilm ist oder ein Familienfilm oder ein Jugendfilm, aber eben auch ein Film, der aufgrund seines Stoffs, aufgrund seiner Thematik oder auch der Filmepoche, die er referenziert, der Filmgenre oder Subgenre, auch sich an Erwachsenenpublikum richtet. Yes, er ist ja. Also Catherine Turner als Jessica Rabbit ist ja, ja schon auch sehr erwachsen. Aber ich meine, ich weiß eben auch aus eigener Erfahrung, dass sowas komplett an mir vorbeigeht. Also ich habe den Film ja auch im vergleichsweise jungen Alter gesehen und das sind eben auch, also nicht, dass mir jetzt irgendwie die Reize von Jessica Rabbit, dass mich die nicht trafen oder ich schon wusste, worauf diese Figur hinauszielt. Die ist eben ein Sexpot und es ist nachvollziehbar, warum Eddie Valiant die Augen übergehen. Oder hier Marvin Acme, der da im Publikum sitzt von diesem Nachtclub, in dem auch Betty Boop auftritt. Aber nicht mehr so häufig, seit es jetzt Farbfilm gibt. Sie ist ein Zigarettenmädchen, oder? Nee, ist jetzt Zigarettenmädchen, genau. Also ja. Die ist, stimmt. Ich meine, das ist mir natürlich auch nachvollziehbar, worin da die Reize liegen. Aber es hat mich eben nicht angesprochen. Also ich habe es natürlich in einer präpubertären Phase meines Lebens geguckt und dachte mir so, ja, das ist ja, macht mal weiter, damit wir in die lustigen Sachen kommen, die mich mehr interessieren. Und dann kam sicher auch eine Phase meines Lebens, in der ich auf die Jessica Rabbit-Szenen guckte und dachte, ja, lass gerne noch ein bisschen länger dauern. Obwohl, ich möchte ja auch, wie umschreibt das hier Joanna Cassidy so? Irgendwie, ich möchte auch nicht meinen Pinsel in Tusche tauchen oder so. Das ist eben auch sehr hübsch. Der Film hat eben sehr, sehr viele Doppeldeutigkeiten und Anzüglichkeiten und auch teilweise Gemeinheiten. Daran habe ich mich dann in späteren Jahren erfreut. Und deswegen mag ich, glaube ich, Roger Rabbit immer noch so gerne. Es ist ein Film, der eben mitwächst. Und jetzt langsam geht so, die Momente werden weniger, in denen ich mich noch selber dabei ertappe, wie ich neue Gags entdecke. Aber sehr lange Zeit hatte ich sehr viel von dem Film, weil ich bei jedem Mal irgendwie was entdeckte, was mir vorher nicht aufgefallen war. Ja. Obwohl dieses Mal, ey, ich habe gelogen. Ich habe zum, weil wir eben vor einem guten Jahr über Song of the South geredet haben, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass eben Song of the South-Figuren in dem Film enthalten sind. Ja, ja. Also wenn sie auch nur kurz durchs Bild laufen. Nicht viele, ne, genau, tatsächlich. Interessanterweise nicht Brer Rabbit. Ja, aber Brer Bear. Brer Bear, ja, aber im Meister Lampe. Vermutlich, weil er zu ähnlich aussieht. Ich habe mal sie redeemen ja den Splash Mountain in Disneyland ab demnächst und es wird halt nicht mehr Song of the South thematisch sein. Und das heißt also, dass das ist jetzt Avengers Ding, oder? Nee, es wird Küss den Frosch, ach so, Princess and the Frog. Ja. Okay. Was passt, warum nicht? Aber genau, aber das Merchandising wird natürlich jetzt auf einmal sehr interessant für etwas, was es halt dann nicht mehr so gibt. Und ich hatte einfach mal spaßeshalber geguckt und was so Plüschtiere kosten momentan. Die sind da absurd nach oben gegangen, was die Preise angeht. Aber das Seltsame ist, wenn du halt bei eBay nach Brer Rabbit suchst, dann du findest die Figur, sie wird aber grundsätzlich Roger Rabbit genannt. Ja, ach ja. Ja, okay. Ernsthaft, ohne Scheiß. Also offenkundig sind diese Figuren so ähnlich und das ist ihnen offenkundig 88 auch schon aufgefallen. Jedenfalls, er taucht nicht auf. Mhm. Aber ein paar andere Figuren sind tatsächlich noch mit dabei. Relativ viel aus Fantasia. Ja. Das wird ja auch namentlich erwähnt. Ist das ein Diss Richtung Disney? Diss Richtung Disney, auch sehr schön. Zu Beginn, wenn eben ihr Maroon sagt, Dumbo arbeitet für Peanuts und die anderen Figuren eben auch. Ja. Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, dass, ja, es ist vermutlich. Nee, man muss ja dazu sagen, ergänzend sagen, es ist eine Touchstone-Produktion, was eine Tochterfirma ist von Disney. Also es ist schon im weitesten Sinne, es ist ein Disney-Film. Ja, ja. Also. Vermutlich auch einer der Gründe, warum sie überhaupt machen konnten. Ja, klar. Ja, aber es ist halt, es ist natürlich auch interessant, dass halt keine späteren Sachen auftauchen, sondern dass sie halt ganz komplett halt auf Figuren eben aus den 40ern mehr oder weniger beschränken. Teilweise ja auch durchaus die gezeichneten Versionen von damals verwenden. Also nicht eben die aktuelle Mickey Mouse, der Mickey Mouse Look oder nicht der aktuelle Bugs Bunny Look, außer zum Schluss. Zum Schluss sieht Bugs Bunny anders aus als in der Szene, wenn sie aus dem Fenster fallen. Das fiel mir auch auf, aber es wäre ja auch anachronistisch, weil der Film spielt ja, glaube ich, Anfang der 50er Jahre. Ja. Also. Naja, klar. Ja. Vielleicht ist es dann eben auch so, dass halt dann auf die Art und Weise weniger Filme möglich waren aus dem Disney-Studio selber, weil sie haben ja eben relativ wenig gemacht, bis dann eben mit Dornröschen Anfang der 50er eben im Prinzip das so richtig durchstartete. Vorher hatten sie ja Dumbo, Pinocchio, Schneewittchen, Fantasia. Jetzt muss ich schon anfangen, drüber nachzudenken. Aber eben natürlich eine ganze Menge kleine Cartoons. Und deswegen tauchen dann eben eher Donald Duck und Mickey Mouse auf als so. Und die Warner-Figuren sind dahingehend vielleicht ein kleines bisschen leichter einsetzbar, weil sie eben auch einfach durch den puren Ausstoß an Kurzfilmen eine viel, viel breiteres Spektrum hatten. Nicht an vielen unterschiedlichen Figuren, sondern was du mit den Figuren machen kannst. Ja, mag sein. Ich glaube, für diesen Stoff eignen sie sich besser. Deswegen, ich glaube, man guckt doch heute noch fälschlicherweise auf den Film zurück und denkt sich, oh, wie konnte Disney zulassen, dass all diese Figuren auftauchen? Wie gesagt, produktionsbedingt ist es eigentlich die naheliegendere Tatsache, das naheliegendere Fakt, dass eben hier viele Disney-Figuren auftauchen. Denn die Tatsache, dass hier alle möglichen Warner-Figuren auftauchen in einer Disney-Produktion. Ja. Wobei ich glaube, Warner weniger damit zu kämpfen hatte, glaube ich, einfach diese Figuren auszuleihen für diesen Stoff, mutmaße ich jetzt mal. Denn das große Zeitalter der Looney Tunes Shorts war 88 lange vorbei. Mhm. Also lange, lange vorbei. Ich glaube einfach, dass es für die kein wirklich gutes, wirklich wichtiges Intellectual Property war zu der Zeit. Ich glaube auch die ganzen Tiny Toons Sachen, bevor eben Spielberg um die Ecke kam, Anfang der 90er, das Ganze neu auflegte, das stand alles noch bevor. Ja. Und ich glaube, das tat ihnen einfach nicht weh zu sagen, ach komm, hier, da nehmt eben Bugs, da nehmt eben Daffy, da nehmt eben Yosemite Sam. Es sind ja gar nicht so viele, glaube ich. Eine Handvoll vielleicht. Ja, absolut. Ist richtig. Aber sie sind eben, also auch wenn sie dann zum Beispiel Yosemite Sam relativ kurze Auftritte haben, aber sind die auch wieder so prägnant. Ne? Du weißt halt sofort, du kannst sofort was mit diesen Figuren anfangen. Genauso, aber ich meine, das ist mit allen anderen auch. Betty Boop hatten wir schon erwähnt, aber eben auch Droopy, auch so eine Figur, die halt einfach komplett verschwunden ist, jedenfalls in meiner persönlichen Wahrnehmung. Aber damals war Droopy fester Bestandteil der Cartoon-Reihen, die halt so liefen. Ja, natürlich, ja. Wie auch, weiß ich, Mr. Magoo, der jetzt hier in dem Film nicht dabei war. Aber, aber ich meine, dem Film gelingt es ja eben auch völlig, also sagen wir mal, vielleicht gar nicht mal richtige Figuren, also die man kennt oder die es auch wirklich gab, zu etablieren, sondern eben auch Figuren zu schaffen, die sehr, sehr stark an etwas erinnern. Also wie zum Beispiel diese ganzen Max Fleischer-artigen Bäume, die da tanzen in Toontown und sowas. Keine Ahnung, ob die aus einem wirklichen Film sind, aber sie sehen halt einfach so aus, wie als typischen Max Fleischer-Cartoons. Ja, und eben auch die Hauptfiguren, also eben wird Baby Herman, Jessica Rabbit oder eben auch das Taxi Benny. Ja. Selbst die Wiesel wirken halt tatsächlich sehr authentisch. Mhm. Es könnten einfach Figuren sein, die man eben eigentlich schon immer gekannt hat. Also praktisch deine Annahme als Kind, dass das eben etablierte Figuren sind, wird ja unterstützt durch den Film, der mit ihnen so umgeht, als ob. Und weil sie eben sehr, sehr gut von eben Meistern ihres Fachs im gezeichneten Figuren sind, funktioniert es dann eben auch. Ich meine, das liegt ja natürlich im Kindesalter auch
daran, dass mir vollkommen die historische Perspektive auf das eigene Leben fehlt. Und zum Zeitpunkt, als ich eben Who Framed Roger Rabbit das erste Mal sah, also 3 Jahre nach dem Kinostart, ja, gab es eben schon unglaublich lange für, in meiner subjektiven Wahrnehmung, ja, das ganze Merchandise. Und für mich war eben da, ja, längst Roger als Disney-Figur etabliert. Deswegen habe ich das nicht in Frage gestellt. Und plus natürlich die Tatsache, die du gerade erwähnt hast, dass das Ganze unglaublich stark inhaltlich wie ästhetisch hat bestehende Zeichentrickklassiker emuliert, mhm, und einfach variiert, dass eben Baby Herman absolut eine Figur sein könnte, die in den 40er Jahren in einem Looney Tunes Cartoon auftaucht von, ja, Tex Avery, ja, oder Chuck Jones. Ja, ja, ich meine, aber die ganze Szene, die sie ja da am Anfang drehen, erinnert mich immer auch immer ganz, ganz stark an Tom und Jerry. Ja, klar. Auch wenn die interessanterweise ebenfalls hier nicht auftauchen. Mhm. Vielleicht sind die auch nicht so, also vielleicht sind die einfach jünger als die anderen, ich weiß es nicht. Aber das, ja, es passt. Aber im Übrigen, weil du vorhin sagtest, dass du langsam an den Punkt kommst, dass dir nichts auffällt, was dir nicht vorher schon mal aufgefallen wäre. Ich habe was. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe nie mitbekommen, dass eben Eddie und sein Bruder offenkundig mal Clowns waren, bis sie dann irgendwann zur Polizei gewechselt haben. Das erfährt man ja irgendwie einmal ganz, ganz kurz, wenn eben die Kamera über die alten Fotos schwenkt, dass sie halt irgendwie mit ihrem Vater im Zirkus aufgetreten sind, und dann gibt es ja halt dieses eine Foto, wo sie eben mit ihrer Polizei stehen, und sie haben halt beide so eine rote Nasen halt auf und sowas. Mhm. Das habe ich nie verstanden, weil ich fand es immer ganz, ganz seltsam, wenn anfängt zu singen und zu tanzen und sich so albern zu benehmen. Mhm. Das fand ich immer irgendwie komisch. Also ich dachte, woher kommt denn das? Ja, stimmt. Auf einmal dachte ich, ja, okay, jetzt verstehe ich, wieso er halt tatsächlich in der Lage ist, die Wiesel zum Lachen zu bringen. Das finde ich eben auch wirklich stark an. Muss ich eigentlich die Inhaltsangabe noch vorlesen? Ist es wichtig zu diesem Zeitpunkt? Ich weiß es nicht. Es geht um einen Kriminalfall. Ich lese mal was vor, weil man Moonshade sie geschrieben hat. In einem alternativen Hollywood der 50er Jahre leben normale Menschen und Toons, also Cartoonfiguren, friedlich nebeneinander. Eines Tages wird der die Toons hassende Privatdetektiv Eddie Valiant, das ist Bob Hoskins, vom Boss der Toonstars Roger Rabbit engagiert, um dessen Frau Jessica hinterher zu spionieren. Eddie erledigt seinen Job, obwohl vor Jahren ein Toon seinen Bruder umgebracht hat. Doch dann ist der vermeintliche Ehebrecher und Betrüger plötzlich tot. Und Roger steht unter Mordverdacht. Roger flieht zu Valiant, der sich widerstrebend daran macht, eine Verschwörung aufzudecken, die das friedliche Toontown bedroht, während er alle Hände voll zu tun hat, den sinisteren Richter Doom, das ist Christopher Lloyd, davon abzuhalten, Roger in der sogenannten Suppe einer Flüssigkeit die Farbe auflöst, hinzurichten. Das klingt jetzt vertrackter, glaube ich, als es ist. Obwohl, es ist vertrackt. Es ist eine Variation von Chinatown, könnte man sagen. Also Chinatown Reloaded, zumindest so auf den letzten Metern. Ja, ja, klar, natürlich mit dem Verkauf der einer ganzen Landfläche, um da eben, ja, 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 natürlich, ja, was wichtiger doch ist als der Plot, finde ich, ist, dass die interne Logik des Films stimmt. Das ist etwas anderes als Realitätsanspruch, aber das sage ich ja häufig genug. Ich habe keinen Realitätsanspruch an Filme. Also sie müssen sich eben in sich schlüssig anfühlen. Das finde ich schon relativ cool. Zumindest wenn sie den Anspruch haben, eine nachvollziehbare Handlung zu erzählen. Ja. Das brauche ich jetzt nicht, wenn wir über einen Lucio Fulci Horrorfilm sprechen. Aber bei sowas wie Roger Rabbit tut es ganz gut. Und ich stelle nämlich eben wirklich niemals in Frage, dass die Figuren alle den Job machen, den sie machen, und die Privatleben führen, die sie eben führen. Also, dass Roger Rabbit eben eine Cartoon-Figur ist, deren großes Talent und auch zu deren Identität es gehört, eben lustig zu sein, der eben jemand ist, der Goofy anhimmelt, weil keiner so gut fallen kann wie Goofy. Und dass eben Valiant, also Bob Hoskins, jemand ist, der früher in Toontown ermittelt hat und dort eben die Toons kennt und eben mit ihnen mit so einer Selbstverständlichkeit begegnet und dann eben auch Dialoge führt wie, ja, wir kennst du noch von früher. Und das ist eben alles, das fühlt sich so wunderbar schlüssig an. Da gibt es eben eine ganze Vorgeschichte, derer wir niemals Zeuge werden, die sich aber immer so in Nebensätzen und kleinen Handlungen offenbart. Und das gefällt mir unglaublich gut an dem Film. Das fühlt sich richtig, richtig rund an und niemals aufgesetzt. Und es hat, ich meine, mich zumindest nicht erinnern zu können, dieser Film hat keinen einzigen so expositorischen Moment, wo sich irgendeine Figur hinsetzt und sagt, ich erkläre dir mal die Handlung. Ja. Klar, es kommen Sätze wie, ja, ein Toon hat seinen Bruder umgebracht, den eben Dolores äußert. Aber
klar ist der handlungserklärend, aber ist eben auch nochmal verdammt lustig. Lustig, ja. Tragisch, tragikomisch, tragilustig, wie auch immer. und auf die Art und Weise sehr, sehr elegant. Das gefällt mir unglaublich gut an dem Film. Vielleicht tatsächlich ganz, ganz kurz eben diese Szene, wenn eben Eddie Valiant eben Roger Rabbit die Geschichte des Todes seines Bruders erzählt, weil wir das eben brauchen, um am Ende raus Judge Doom eben, ja, eben jener Thun war oder ist. Ja, natürlich. Das wäre noch expositorisch genug, aber es ist eben auch gleichzeitig charakterbildend für beide. Also auch, ja, auch weil eben Roger dann an der Stelle in gewisser Weise Mitleid hat mit Eddie und anders mit ihm umgeht. Und so, das ist also, auch das passt wieder. Diese Judge Doom hat Eddie Valiants Bruder umgebracht, nimmt eigentlich so den Tim Burton Batman Twist am Ende so ein bisschen vorweg, ne? Der ein Jahr später kam mit dem Joker. Ein bisschen, aber das ist, ja, also ich meine, aber ganz ehrlich, das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Das hat irgendwie der Film hat ja keinen Bösewicht. Ne? Er hat halt, Also bis zu dem Moment, in dem Christopher Lloyd auftaucht, hat der Film de facto keinen Bösewicht. Wir haben RJ Maroon, der halt, sagen wir mal, so mit seiner Zigarre im Maul und hat schon, sagen wir mal, keinen Sympath in dem im eigentlichen Sinne ist aber, sagen wir mal, die eigentliche Geschichte eben, ganz ehrlich, selbst zu dem Moment, in dem Moment, bis zu dem Moment, wo wir rausfinden, dass eben es gar nicht darum geht, dass Eddie Valiant rausfindet, ob Jessica Roger tatsächlich betrügt, sondern eben, dass es um andere Dinge geht, ist ja ehrlicherweise nicht mal Acme der Böse. Richtig, ja, ja. Wir lernen ihn kennen. Ich meine, im Deutsch hat er sogar noch die Synchronstimme von Ernie aus der Sesamstraße damals. Und so. Also der Typ ist einfach erstmal lustig und sympathisch und wie nett, und dann spielen sie Backe Kuchen. Und ja. Was auch großartig ist. der Film hat eigentlich keinen wirklichen Bösen im eigentlichen Sinne, ja. Ja, genau. Und dann kommt eben Judge Doom. Das ist natürlich Judge Doom, und Judge Doom ist aber super böse und wirklich irr und unangenehm. Und Christopher Lloyd hat, glaube ich, mal was ganz anderes zu geben. Und er ist auch echt, er hat auch echt gruselige Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch. Genau, aber dass der natürlich in irgendeiner Form mit dem zu tun hat, was der Hauptfigur passiert ist, oder zumindest nichts Gutes im Schilde führt, das wissen wir ab dem Moment, ersten Moment, in dem er auftritt. Und so wie er eben auch mit Bob Hoskins Figur umgeht, wissen wir, dass der keine guten Nachrichten bringt. Der größere Reveal ist ja nicht, dass eben Judge Doom der Mörder von Eddies Bruder ist, sondern dass Judge Doom ein Thun ist. Ja, klar. Ja, und wie sie das zum Beispiel machen, fand ich eben auch. Also ich fand, also sag mal, das finde ich das Einzige, wo ich irgendwie denke, naja, funktioniert halt nur so halb, weil eben dafür ist Christopher Lloyd einfach nicht gezeichnet genug. Mhm. Ja, und nur, dass er dann eben halt komische Augen hat und eben eine Hand, mit der er da entsprechend Dinge tun kann, macht ihn ja noch lange nicht wirklich zum Cartoon-Charakter. Irgendwo muss der ja aufgetaucht sein. Irgendwo muss er doch gezeichnet worden sein in irgendeinem Kurzfilm oder irgendwas, damit er überhaupt in Sein gebracht wird, um dann eben Richter zu werden in Toontown. Ja, ich weiß. Also, gibt es denn Cartoon-Figuren in Toontown, meinst du, die vielleicht nicht Filmen oder Fernsehserien entsprungen sind, die einfach nur da leben, so die 0815-Toons, von denen du niemals hörst? So die kann eigentlich nicht Honey Rabbit? Weil, ja, kann eigentlich nicht funktionieren. Zumindest was die interne Logik des Films angeht, denn spätestens wenn Jessica sagt, ich bin nicht schlecht, ich bin nur so gezeichnet worden, bedeutet es ja, dass es eben offenkundig eine Möglichkeit gibt, eben solche Figuren ins Leben zu bringen. Woher kommt denn Lina Hyena, die Eddie Valiant verfolgt, die erstmal fälschlicherweise für Jessica Rabbit hält? Keine Ahnung, aber vermutlich eben auch. Also ich musste bei der Figur so ein bisschen an Elmira denken. Ja, klar. Ein paar Jahre später in den Tiny Toons dann, ne? Aber So eine Figuren gibt es bestimmt, ne? Also das ist ja nicht so. Wir haben ja hier Figuren, die eben offenkundig nicht aus der Real, also aus unserer Welt
darüber kommen, wie eben Mickey Mouse und so. Aber eben die ja offenkundig durchaus Figuren aus dieser Welt sind. Ja. Stellen, ob Benny das Taxi jemals irgendwo aufgetaucht ist. Also, aber trotzdem, also jetzt, irgendwo muss ja eine gewisse Logik sein. Und bei Judge Doom fällt sie meiner Meinung nach so ein bisschen auseinander. Mhm. Aber es ist gleichzeitig eben auch so gut gemacht und es ist eben auch eine durchaus sehr spannende Szene, die eben auch wiederum technisch eben sehr, sehr gelungen ist, wenn das dann halt im Showdown ist und auch ein sehr, sehr befriedigendes Ende quasi. Oh ja, das kann man sagen. Also ich habe es mir sagen lassen, dass es jüngere Kinder doch traumatisiert hat, diese Szene, die eben seine Cartoon-Augen da erscheinen. Ich war da doch, glaube ich, schon wieder so ein Ticken zu alt, um mich davon wirklich gruseln zu lassen. Ich finde es auch heute nicht so wirklich gruselig, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das im Alter von... Ich glaube, an Judge Doom finde ich tatsächlich am überraschendsten oder am nachhaltig beeindruckendsten die Tatsache, dass er eben die ich konnte die so richtig meinen Finger drauflegen, aber beim jetzigen Gucken meine ich, es identifiziert zu haben, warum er mich so irritiert ist, dass er wirklich die einzige Figur ist, für deren Handeln ich keinen rationalen Beweggrund sehe. Er ist einfach so alles bis dahin ergibt für mich Sinn innerhalb der internen Logik des Films. Warum Roger so handelt, warum Marvin Acme so handelt, warum Jessica so handelt, warum alle machen eigentlich ihren Job mehr oder weniger gut, folgen ihren Gefühlen mehr oder weniger gewinnbringend. Und Judge Doom kommt einfach so die Handlung wie dieses komplett nicht erklärbare anarchische Element. Und es wird so weg erklärt mit, ja, das ist Judge Doom und macht das und das. Aber warum er, woher er kommt, wie du schon richtig sagst, oder warum, wie er in diese Rolle reingekommen ist, in diese offenbar sehr juristisch sanktionierte Rolle eines Mannes, der hat Jury, Richter und Vollstrecker Henker. Ist in einer Person und ein Henker ist in einer Person und hat durch das L.A. des Jahres, durch das Hollywood des Jahres 1950 geht und einfach da alle Tuns wegschmelzen kann in der Soße, im Dip da. Das wird niemals wirklich erklärt. Nee, nicht wirklich. Vor allem, weil es ist ja eben so, wir haben ja relativ, wir können ja relativ gut etablieren in dem gesamten Film, dass alle Welt Cartoons, also Tuns mag. Ja, natürlich. Alles finden sie ja toll. Teilweise werden sie vielleicht ein bisschen ausgenutzt. Vielleicht werden sie auch nicht immer super gut behandelt. Aber grundsätzlich, jeder liebt Toons, deswegen ist ja Eddie Valiant so ein schräger Charakter, weil keiner verstehen kann, wieso er keine Toons mag. Ja. Deswegen ist auch Dumbo so gut gewählt zu Beginn, weil jeder liebt Dumbo. Also es gibt auch immer Figuren so über Disney, Warner, egal, MGM-Figuren, über die kann man streiten. Aber Dumbo, der ist doch süß, den liebt doch jeder. Ja, im Prinzip ja. Die Notwendigkeit, Toons aber eben offenkundig so unter Kontrolle zu halten, das scheint auch nicht ganz nachvollziehbar zu sein. Und dann eben, das ist immer auch so ganz, 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 ganz schlimm, wenn der arme kleine hupende Schuh da in die Suppe getaucht wird. Das ist mies. Das ist fast schon Snuff, also im Kontext dieser Welt. Total. Du hast völlig recht. Also irgendwie, wo der herkommt, warum der da sein muss. Es ist ja auch so, dass eben, ich glaube, Roger sagt ja auch irgendwann, dass ein Tun einem Menschen gar nichts antun kann. Mhm. Also, erstens, warum kann Judge Doom das tun? Ja. Und zum Zweiten, warum selbst wenn er eben nicht ein Tun wäre, warum müsste er so drastische Maßnahmen ergreifen für eben, sagen wir mal, Figuren, die halt eigentlich niemandem wirklich was zuleide tun können. Ja. Und im Übrigen wollen wir gar nicht drüber reden, dass er, wenn das eben tatsächlich so ist, wie ich es gesagt habe, dass eben irgendwie jemand diese Figuren ausgedacht hat, gezeichnet hat, in einen Film gepackt hat und jetzt leben die da in Toontown, kann er ja nicht einfach rumrennen und für die IPs von anderen Menschen umbringen. Die IPs von anderen Menschen, oh Gott. So zynisch sind wir schon, dass wir das so bezeichnen. Du hast natürlich recht. Ja, du hast natürlich recht. Also ich wollte eigentlich damit auch nur verkürzt sagen, mir gefällt einfach das anarchische Element, was Judge Doom da reinbringt. Das eben auch die einzige Figur ist, die für mich innerhalb des Films keinen Sinn ergibt. Weil das sind ja alles Schauspieler, beziehungsweise einfach alles Figuren, die haben ihre ureigensten Instinkte und Triebe zum quasi Beruf gemacht und leben eben für das, was sie tun. Deswegen funktioniert ja auch natürlich überhaupt nur dieses ganze Element, dieser Subtext, der dem Film halt innerliegt mit diesem rassendiskriminierenden Kommentar, den der Film eben aufmacht durch Kommentare wie so, ja, ich hasse Toons und Toons, das sind doch alles irgendwie nur so Lebewesen zweiter Klasse und die werden eben segregiert in ihrem eigenen Abschnitt, in ihrem eigenen Bezirk, in ihrer eigenen Stadt, quasi ghettoisiert und so weiter und so fort. Mhm. Das ist
wie gesagt, irgendwie alles schlüssig. Und da kommt eben Judge Doom da rein und man fragt sich und sagt, ja, okay, was soll denn das? Was ist denn das für eine Figur? Ja. Aber das braucht der Film eben auch. Dadurch bezieht er eben eher eine Spannung als durch seinen eher verworrenen Krimi-Plot, der, ich finde, zwar sehr gewitzt ist, wie gesagt, als so eine Variation von Chinatown, aber ich glaube, für diese Art von Stoff oder Publikum, den Roger Rabbit anspricht, fast unnötig kompliziert. Und der Film gibt es ja irgendwann so ein bisschen dran. Ist ja nicht so wirklich interessiert, das weiter zu verfolgen. Geschenkt. Dafür macht er auf so vielen anderen eben vieles gut. Es gibt auf der Blu-ray und auch früher auf der DVD gibt es diesen Zusammenschnitt von Vorher-Nachher-Szenen, also in dem man einfach Bob Hoskins sieht vor Greenscreen und den irgendwie halb zusammengezimmerten Kulissen, wo sie dann eben später einfach Sachen drüber pinseln und wie er sich da zurechtschlagen muss mit komischen Apparaturen, die ihm eben ja Wasser ins Gesicht spritzen und so weiter und so fort. Und ich vergesse immer, wenn ich den Film gucke, was für ein Aufwand dahinter steht, wie du es auch vorhin schon so richtig beschrieben hast. Und das eben in einer Zeit, lange, lange, lange vor dem jetzigen Greenscreen-Zeitalter, wo man eben, glaube ich, auch mittlerweile als Schauspieler schon von der Pike auf so drauf gedrillt wird, gut performen zu können in dieser Art von Umgebung. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es damals Bob Hoskins erging, Ende der 80er Jahre, auf diese Art und Weise schauspielern zu müssen. Ja. Das muss schwierig gewesen sein. Ja, ne, andere, ich frage mich immer tatsächlich, wie schwierig sowas tatsächlich ist. Weil ich meine ganz ehrlich, ich gucke meiner Tochter beim Spielen zu und erinnere mich, wie ich früher gespielt habe. Und ich habe immer mit irgendwelchen Gegenständen und Figuren und anderen Leuten und Settings quasi interagiert, die gar nicht da waren. Ja. Von daher denke ich mir, nee, so schwer kann es nicht sein. Andererseits, man sieht ja durchaus halt, Schauspieler, die damit einfach deutlich weniger gut klarkommen als andere. Also was ich sehe, Liam Neeson zum Beispiel als Qui-Gon. Obwohl ich nicht das Problem damit hat. Ja, und so, und da muss man schon ganz ehrlich sagen, dass eben die gesamte Besetzung, die ganze, gesamte menschliche Besetzung, die eben interagiert mit Toons, und das ist halt hauptsächlich logischerweise Bob Hoskins und Christopher Lloyd und ein bisschen eben vielleicht noch Joanna Cassidy, zumindest im großen Stil und auf lange Sicht im Film. Aber die sind eben alle schon sehr, 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 sehr gut. Ja. Und eben gerade darin halt so zu tun, als wäre etwas da, was eben offenkundig beim Dreh selber nicht da ist, sodass es dann eben wirklich super funktioniert, wie das dann eben praktisch zusammengefügt würde, weil damit steht und fällt der Film. Natürlich ist die Animation, also die Qualität der Animation und die Charakterisierung der Figuren und sagen wir mal so die Dynamik eines Roger Rabbit ist natürlich der Selling Point, mehr oder weniger. Das ist wichtig und ansonsten geht es einfach komplett nach hinten los. Aber wenn eben die Menschen nicht mit ihnen interagieren, ist der Witz weg. Das ist der Grund, warum man diesen Film sieht, zu sehen, wie Bob Hoskins mit einem Hasen interagiert. Ja, natürlich. Und da haben sie halt wirklich ein paar Leutchen gekriegt, die halt wirklich verdammt gut darin sind. Vielleicht war es von mir falsch formuliert. Ich glaube, dass all diesen sehr talentierten Menschen genug Schauspielkunst gegeben ist, um sowas zu performen, daran zweifle ich nie. Aber ich glaube einfach, ich denke trotzdem, es kostet ein gesundes Maß an Überwindung, sich so zum Affen zu machen. Also sagen wir mal so, mit dem Gedanken schon zu spielen, das könnte jetzt alles komplett in die Hose gehen. Denn das ist ja eine zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wirklich etablierte Art des Filmemachens. Mhm. Also nicht, dass es jetzt der erste Mix ist aus Real- und Animationsfilmen, jetzt mitnichten. Nee, aber es ist trotzdem... Coonskin und sowas war, glaube ich, früher, oder? Von Dingenskirchen. Ralph Bakshi. Ja. Ja, klar, und ich meine auch in der Disney-Tradition, also es gibt ja jede Menge von Mary Poppins bis Song of the South genug real Live-Action Animationsfilm-Mixe. Trotzdem natürlich in dieser mit dieser Ambition, wie es hier Roger Rabbit macht, war das eben niemals vorher gemacht. Das waren eben immer so die Showcase-Set-Pieces in diesen Filmen, wie Mary Poppins oder Song of the South. Da gab es eben diese 5 bis 10 Minuten Animations-Realfilm-Mix und das waren eben so die Momente, die maßgeblich, für die man dann eben auch ins Kino ging. Wohingegen eben sowas wie Roger Rabbit über 100 Minuten fast durchgehend diesen Mix bietet und dann eben auch noch in wechselnden Umgebungen von einem
sehr, sehr realitätsnahen Umgebungen, die möglichst authentisch das Hollywood der frühen 50er Jahre abbilden wollen, bis eben zu so einer Umgebung wie eben Toontown, die komplett artifiziell ist, wo sich Bob Hoskins nur noch durch grün bemalte Kissen bewegt, die Umgebung aus grün bemalten Kissen. Also das ist, ich meine, was haben die dem Kerl angetan? Allein die Sache, wo er zu Droopy in dem Fahrstuhl steigt und eben erstmal an die Decke gepresst wird und auf den Boden gepresst wird. Die mussten dafür Bob Hoskins in Ermangelung digitaler Tricktechnik wirklich wahrscheinlich in so ein, was musste die da reinstecken? In eine Box, aus der nur sein Kopf rausragt. Und ja, vermute ich ja. 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 Für einen Shot, der keine 10 Sekunden zu sehen ist, ja. Und ich glaube einfach, dazu gehört ein gesundes Maß und Vertrauen. Deswegen, ich habe ein, zwei Mal gelesen, dass es verdammt mutig war, jetzt seitens Disney und Zemeckis und aller Beteiligten einen nicht etablierten Star-Hauptdarsteller wie Bob Hoskins für die Hauptrolle zu wählen. Mhm. Ich glaube aber auch, es war ein bisschen der Notwendigkeit damals geschuldet, weil sicher viele, viele große Stars gesagt haben, weißt du, darauf habe ich keinen Bock, wie 6 Monate Dreharbeiten und ich spiele mit niemandem. Ich rede mit ein paar Handschellen 7 Drehtage lang. Ja. Nee, danke. Ja, also ich lese gerade tatsächlich, dass Spielberg wollte wohl eigentlich Harrison Ford haben. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Und ansonsten, ja, wir die gesamte Riege von damals halt beliebten Komikern, Chevy Chase, Bill Murray, Eddie Murphy, alle wurden so irgendwie. Die Chevy Chase-Sache habe ich auch gehört, weiß nicht. Und Chevy Chase hätte ich mir sogar noch vorstellen können. Zu dem Zeitpunkt ginge das gerade noch, also gerade allein durch seine Fletch-Geschichten und so. Aber er wäre vermutlich bei weitem nicht so ein sympathischer Eddie Valiant gewesen, wie Bob Hoskins jetzt. Ja, natürlich. Ich meine, nee, Chevy Chase ist für mich eben auch so per se kein Underdog. Ich glaube, wir hatten das auch kurz angeschnitten, als wir über den ersten Vacation-Film gesprochen haben. Ja. Und vielleicht auch schon, als wir über Christmas Vacation gesprochen haben. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Chevy Chase als jemand, der vom Leben geschasst ist, wahrzunehmen. Aber vielleicht liegt das auch nur daran, an dem Kontext der Filme, in dem wir ihn bisher gesehen haben oder wir ihn zusammen rezensiert haben, nämlich immer so als Wohlstandsbürger mit einer attraktiven Frau. Ja. Und ich immer so, Bob Hoskins ist eben die naheliegendere Wahl für jemanden, dem das Leben nicht so gnädig mitgespielt hat und dem ich auch eher so einen alkoholkranken, abgetakelten Privatdetektiv abnehme. Aber ich halte es auch nicht für komplett unwahrscheinlich, dass Chase diese Rolle hätte füllen können mit Leben. Bei Harrison Ford hingegen, ich weiß nicht. Vielleicht war es die naheliegende Idee durch Blade Runner oder sowas. Blade Runner war ein Mega-Flop. Harrison Ford war kein Mega-Flop zu dem Zeitpunkt nicht. Das stimmt. Und er hat halt nun mal, sagen wir mal, das Bild des Trenchcoat-tragenden Detektivs schon sehr geprägt. Und Blade Runner war ihm ja natürlich, sagen wir mal, rein visuell sehr erfolgreich oder einflussreich. Und ich glaube, jeder, der was auf sich hielt, fand eben auch in den 80ern Blade Runner schon toll. Nur dass er in der Kinokasse nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, das ist so eine ja. Nee, das hat natürlich vollkommen recht. Ich fand schon, ihn jetzt mal wiederzusehen, tatsächlich, und ihn zu genießen. Ich bin auch erstaunt darüber, wie gut er noch funktioniert. Das ist irgendwie auch so kein Allzeit-Lieblingsfilm. Dafür ist man dann doch irgendwie, glaube ich, die technische Mühe, die dahinter steckt, zu offenkundig. Und ich sehe schon, wie viel einfach Arbeit hinter jeder Einstellung steht. Es ist kein leichtfüßiger Film, aber dennoch eben ein Film, der mich in seinen Bestmomenten immer noch packt. Also zum Beispiel ich finde zum Beispiel immer noch bewegend, das ist eine Szene, die nie zitiert wird, aber ich sehr putzig finde und mir relativ nahe geht, ist die, in der Eddie Valiant kurz bevor eben seine Schnapsflasche da wegschmeißt, die alten Patronen da wieder rausholt aus der Box und die eben aus dem jahrelangen Tiefschlaf erwachen und, Eddie, du brauchst uns mal wieder, und ich finde die ganz, ganz herzig. Die ist toll, ja, ich mag die auch sehr. Und dieses Prop, was er da hat, diese Waffe, dieser Cartoon-Revolver, der ist super. Ja, vor allem, wie er guckt, wenn er die dann rausholt, der freut sich ja total, ne? Nachdem er das halt irgendwie alles so jahrelang halt irgendwie weggelegt hat, jetzt kann das wieder mit Freude genießen, in Toontown arbeiten zu können. Das ist schon cool. Also es gibt so viele so schöne Szenen in diesem Film. Ich mag ihn wirklich wahnsinnig gerne. Aber ja, es ist sicherlich nicht ein Lieblingsfilm, aber ich komme trotzdem so alle 5 bis 7 Jahre oder so, komme ich auf den wieder zurück und dann gucke ich mir wieder an und freue mich dann auch wieder. Ja. Also das ist ja, das ist doch schon ein sehr guter Vertreter seiner Zunft.
Alright. Genau. Ja. Als, was ich interessant finde im Übrigen, weil ich vorhin ein paar Mal die Themenparks erwähnt habe, es gibt ja mittlerweile in Disneyland Mickey's Toontown. Okay. Ja, hat natürlich überhaupt nichts mit Roger Rabbit zu tun. Also es wird auch, glaube ich, gar nicht referenziert, aber eben es gibt einen kleinen Themenbereich, in dem dann das alles eben ehrlicherweise ein bisschen aussieht wie Entenhausen. Hm. Und da eben dann hauptsächlich dann die Hauptcharaktere rumspringen und weniger die Prinzessinnen oder Piraten oder sonst was. Genau, das Ding heißt halt Mickey's Toontown. War mir auch komplett neu. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass er sich das jetzt auch schon wieder so ein bisschen der wehmütige Blick zurück, und eigentlich möchte ich den gerne vor mir fortschieben, aber schon so ein bisschen bedauerlich, dass so etwas in der Art und Weise nie mehr zustande kommen wird. Das ist eben auch das Besondere an dem Film, also abseits seiner offensichtlichen technischen Qualitäten und seines Unterhaltungswerts, eben einfach so als filmhistorisch wertvolles oder bedeutsames Artefakt, das Ding so zu sehen und einfach zu erkennen, da ging gerade sehr viel im Hintergrund ab bei einem mittlerweile wieder sehr, sehr großen Filmstudio und nicht nur das, Medienkonzern, dem mittlerweile halb Hollywood zu gehören scheint. Ja. Und einfach auf eine Zeit zurückzublicken, in dem eben diese Umbruchphase, in der es eben wirtschaftlich, aber auch künstlerisch wieder aufwärts ging, noch kurz bevorstand und man eben solche Sachen gemacht hat, die man heute nicht mehr machen würde. Das äußert sich ja in ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel, dass jemand in den Rücken geschossen wird in diesem Film, also in einem Disney-Film, und Eddie Valiant einen kleinen Jungen um eine Zigarette anpumpt und sowas. Also guck, das stellt man sich heutzutage alles mal in einem Disney-Animationsfilm vor. Es würde nicht passieren. Nein, überhaupt nicht. Es war eine andere Zeit. Es war aber auch die Zeit, in der Michael Eisner CEO war halt bei Disney. Ja. Und Eisner hat halt ganz, ganz stark natürlich dafür gesorgt oder dran gearbeitet, um eben Disney für das damalige Publikum interessant zu machen. Und hat eben viele Entscheidungen getroffen, die maßgeblich im Prinzip Disney auf den Weg gebracht hat, auf dem sie jetzt ist. Er hat dann irgendwann angefangen, auch wirklich schlechte Entscheidungen zu treffen. Ja. Und die Sachen sind ja nicht, war ja nun wirklich nicht alles Gold, was glänzte, was er angefasst hat. Aber er war halt eine ganz, ganz wichtige Figur, die im, sagen wir mal, erstmal Disney über Wasser gehalten hat in den 80ern. Und dann halt durch Entscheidungen wie Roger Rabbit oder dann halt zwei Jahre später, nee, gar nicht, war ein Jahr später, Ariel. Ja. Dann eben im Prinzip auf dem, also wieder hochzubringen. Und zwar ganz nach oben. Jetzt fragt man sich bei so einem erfolgreichen Film, vielleicht das jetzt so ein abschließender Kommentar, warum gibt es kein Sequel? Ja. Nachdem allem, was ich gelesen habe, ist die rechte Lage, ähnlich wie bei anderen Franchises wie Herr der Ringe oder dem ganzen Tolkien-Zeug überhaupt, so vertrackt, dass es bis heute einfach fast eine Unmöglichkeit darstellt, hierzu jemals ein Sequel zu produzieren, weil eben die Rechte an der Hauptfigur Disney hält, aber so ziemlich alle anderen Rechte eben Spielberg gehören. Ah, okay. Und die beiden eben nicht mehr übereins kommen. Und damals kam eben Spielberg mit wehenden Fahnen und seinem frisch gegründeten Amblin Entertainment zu Disney und sagte, gebt ihr mir die Kohle, damit ich den Film produzieren kann mit meinem Kumpel, mit meinem Protégé Robert Zemeckis, den er gerne machen will. Ja. Und sowas wäre heute einfach nicht mehr möglich. Dafür besorge ich euch einen Hit, und ich kriege alle Einnahmen. Und so war es dann wohl auch damals. Also Disney selber hat relativ wenig von Roger Rabbit gesehen, bis auf die Merchandise-Einnahmen. Und ich habe gelesen, es ist immer noch eine rechtlich so vertrackte Situation, dass sehr viele Leute, glaube ich, auch sterben müssten oder ihre Rechte verkaufen müssten, damit sowas nochmal zustande kommt. Was? Ja, sagen wir mal, interessanterweise läuft ja aber Roger Rabbit auf Disney Plus. Ja. Das sind sowieso ein paar Sachen, wo ich mich echt wundere, wie. Na klar, weil es ein Touchstone-Film ist, so ein Touchstone gehört Disney, ja. Sicherlich, aber warum zum Beispiel Don Bluth-Filme da auch laufen, verstehe ich immer noch nicht, aber bitte. Weil sie Fox gehören? Vermutlich, weil es alles irgendwie durch diese Merger-Sachen da irgendwie dann. Mhm. Anyway, aber es ist, ja, also auf die Art und Weise wird der Film einem zumindest nicht vorenthalten, das finde ich gut. aber sagen wir mal, was so Rechte angeht, da wird ja, ich glaube, wann ist das, in 10 Jahren oder sowas? Das wird ja echt lustig und interessant, wenn dann eben die Verlängerung des Copyrights von Mickey Mouse halt weg ist. Dann bin ich mal echt gespannt. Disney wird Mittel und Wege finden, glaube ich.
Ja, aber warum finden sie keine Mittel und Wege für sowas? Aber vermutlich, wenn sie da kein riesen Geld mittern, dann werden sie da vermutlich auch nichts tun. Don Bluth-Sachen sind auch überwiegend Amblin Entertainment-Produktionen, sehe ich gerade. Aber liegen bei Universal. Es ist so kompliziert. Man kann sagen, interessanterweise, Mitte, Ende der 80er Spielberg deutlich mächtiger als Disney. In meiner Wahrnehmung. Ja. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert, aber ich glaube, keiner muss am Hungertuch nagen. Nein, sicherlich nicht. Das war cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich glaube, mit Roger Rabbit kann man halt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder richtig Spaß haben. Sehr schön. Ich danke allen Menschen unserer beider Namen für die Unterstützung und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns dann bald wieder. Ja. That's all, folks. Bye, bye. Sag mal, Eddie, hast du einen Hasen unterm Mantel oder freust du dich so, mich zu sehen? Touchstone Pictures und Steven Spielberg präsentieren einen Film von Robert Zemeckis. Trickfiguren führen sich manchmal idiotisch auf, sind aber nicht bescheuert. Falsches Spiel mit Roger Rabbit.